Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, alles Gute kommt von oben oder aus heiterem Himmel. Hier auf diesem Zettel steht, dass ich Sie nun zur VCI-Forschungspressekonferenz begrüßen darf. Das tue ich wirklich herzlich gern. Willkommen hier im Saal und an den Bildschirmen. Heute stehen die Forschungskennzahlen und die forschungspolitischen Rahmenbedingungen am Standort Deutschland im Mittelpunkt. Und dazu haben wir nicht nur ein buntes Reagenzglasschütteln für Sie vorbereitet, sondern es stehen auch die Zahlen eben im Mittelpunkt. Ihre Gesprächspartner heute sind Thomas Wessel, Vorsitzender des VCI-Ausschusses Forschung, Wissenschaft und Bildung, Ulrike Zimmer, seit Anfang 2023 Bereichsleiterin Wissenschaft, Technik und Umwelt im VCI, und Herr Dr. Meinke, unser Chefvolkswirt. Mein Name ist Monika von Zedlitz und ich bin hier Pressesprecherin im VCI. Herr Wessel, Sie haben das Wort. Ja, Frau von Zedlitz, sehr gerne. Herzlichen Dank dafür. Es war schon sehr beeindruckend mit der Drohne, das will ich durchaus einmal sagen. Panterei, alles ist im Fluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, alles fließt. Sie sehen das auch am Umzug der VCI-Forschungspressekonferenz vom Tiefgeschoss in die Top-Etage. Damit wollen wir auch räumlich der großen Bedeutung von Innovationen aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie für die Zukunft unseres Landes gerecht werden. Dies wollen wir Ihnen heute anhand unserer Forschungskennzahlen und unserer Lagebeurteilung zum Innovationsstandort Deutschland erläutern. Und deswegen noch einmal ganz herzlich willkommen hier im Saal und an den Bildschirmen zu Hause oder an den beruflichen Arbeitsplätzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die vergangenen Jahre wurden durch kaum vorhersehbare, multiple Krisen geprägt, von denen auch die chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland stark betroffen war. Das gilt vor allem für die Energiekrise, deren Auswirkungen wir noch heute spüren. Die Konjunkturflaute hat sich mittlerweile zu einem perfekten Sturm entwickelt. Die Nachfrage nach Chemikalien befindet sich seit Monaten im Sinkflug. Produktion und Branchenumsatz brechen zweistellig ein. Die Gewinne sind rückläufig. Einige Unternehmen schreiben bereits rote Zahlen. Börsennotierte Unternehmen mussten Gewinnwarnungen aussprechen und Umsatzerwartungen wurden zum Teil deutlich nach unten korrigiert. Die Krisen haben aber auch gezeigt, wie reaktionsfreudig und wichtig unsere Branche für Deutschland ist und welche Bedeutung Resilienz hat. Sie erinnern sich, die chemisch-pharmazeutische Industrie hat mit ihren Hygieneprodukten, Desinfektionsmitteln, Kunststoffen, Industriegasen oder Impfstoffen und Medikamenten entscheidend dazu beigetragen, dass wir gut durch die Pandemie gekommen sind. In Zeiten massiv gestörter Lieferketten hat sie die Materialversorgung für die industriellen Kunden aufrechterhalten. Und sie hat in der Energiekrise durch Effizienzsprünge, Fuel Switch, aber auch durch Drosselung energieintensiver Prozesse in großem Umfang Energie eingespart. So hat unsere Branche mitgeholfen, dass im Winter weder eine Gasmangellage noch ein Blackout eingetreten sind. Kurzum, die chemisch-pharmazeutische Industrie hat ihre Kompetenz als Lösungsindustrie gezeigt. Heute wissen wir mehr denn je, Forschung und Entwicklung sind entscheidend für eine erfolgreiche Zukunft. Dies gilt für die gesamte industrielle Wirtschaft in Deutschland. Dabei kommt unserer Branche eine besondere Bedeutung zu. Als sogenannte Mutter der Industrie liefern wir wichtige, innovative Vorprodukte für andere Wirtschaftszweige. Chemie und Pharma werden künftig mehr denn je gebraucht. Wie wollen wir denn sonst den Herausforderungen begegnen, die sich momentan auf dem Tisch der Gesellschaft stapeln? Klimawandel, Mobilitätswende, demografische Entwicklung. Dafür brauchen wir neue Produkte und Lösungen. Deutschland war dabei nie ein Niedrigkostenland. Gute Arbeit, meine Damen und Herren, kostet Geld. Inzwischen sind wir jedoch bei allen Kostenpositionen so etwas wie ein Weltmarktführer. Hohe Energiepreise und teure Rohstoffe, hohe Steuern und Abgaben, komplexe Bürokratie sowie quälend lange Genehmigungsverfahren. Doch wir können mit diesen Standortnachteilen im internationalen Wettbewerb nur bestehen, wenn wir besser, wenn wir effizienter und wenn wir schneller am Markt sind als internationale Konkurrenz.
Um das zu schaffen, brauchen wir mehr denn je Produkt-, Prozess- und Geschäftsmodell-Innovation. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns vor diesem Hintergrund einen Blick auf das Innovationsgeschehen in unserer Branche und die Leistungsfähigkeit des deutschen Innovationssystems sehen. Unsere Unternehmen wissen um die Bedeutung von Innovationen und haben trotz aller Widrigkeiten massiv in Forschung investiert. Die Forschungs- und Entwicklungsbudgets sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Dämpfer in der Hochphase der Pandemie, als im Jahr 2020 viele Projekte wegen der Corona-Einschränkungen aufs Eis gelegt wurden, wurden bereits im Folgejahr 2021 mehr als wettgemacht. Mit fast 14 Milliarden Euro wurde das Vor-Corona-Niveau um rund 4% übertroffen, ein neuer Höchststand. Für das Jahr 2022 gilt, trotz angespannter Lage haben die Unternehmen nach unserer Schätzung ihre Forschungsetats mit rund 14 Milliarden Euro stabil gehalten. Schauen wir auf die F&E-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihre Zahl hat sich nach dem leichten Rückgang im Jahr 2020 auch wieder erholt. Zuletzt arbeiteten fast 44.600 Menschen in unseren Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Das ist fast jeder Zehnte der Branche. Unsere aktuelle Umfrage bei den Mitgliedsunternehmen lässt vermuten, dass das Niveau bei Forschung und Entwicklung auch in diesem Jahr nicht gesteigert werden kann, sich eher die Waage halten wird. 20% der Unternehmen wollen ihre F&E-Ausgaben zurückfahren, gleichzeitig wollen 20% der Unternehmen diese ausweiten. Wir rechnen deshalb für 2023 unter dem Strich erneut mit konstanten F&E-Investitionen. Mit Blick auf die Umsatz- und Produktionseinbrüche im ersten Halbjahr 2023 ist das ein starkes Signal an die Politik. Noch hat unsere Branche den Standort Deutschland nicht aufgegeben. Aber jetzt muss die Politik dieses Signal mit klaren Maßnahmen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit erwidern. Sonst wird auf die Stagnation eine Reduktion folgen. Sehr geehrte Damen und Herren, der deutsche Innovationsstandort ist zwar grundsätzlich noch leistungsfähig. Im Vergleich von 35 Volkswirtschaften konnte er sich laut BDI Innovationsindikator 2023 auf Platz 10 behaupten und gehört damit noch zu den Top 10. Allerdings tritt Deutschland mit dieser Platzierung seit 15 Jahren mehr oder weniger auf der Stelle. Einige Gründe für die stockende Innovationstätigkeit: fehlende Fachkräfte, zu geringe Investitionen in Wagniskapital und ein zu geringes Engagement bei einigen Schlüsseltechnologien, bei neuen Materialien etwa. Andere Länder holen hier massiv auf. So hat China beispielsweise in allen Technologiefeldern Boden gut gemacht und sich im Ranking der Schlüsseltechnologien von einem Platz im Mittelfeld kontinuierlich in Richtung Spitzengruppe auf den 5. Rang hochgearbeitet. 2 Rangplätze, meine Damen und Herren, vor Deutschland. Das lässt bei uns alle Warnlampen aufleuchten. China ist ein großer Chemieplayer, nicht nur quantitativ, mittlerweile eben auch qualitativ. Denn China ist nicht nur der größte Chemiemarkt der Welt und der größte Investor in Chemieanlagen, auch in Forschung und Entwicklung investiert das Land so viel wie kaum eine andere Nation. Und das mit Erfolg, das spiegelt sich bei den Patenten wider. Wir können hier von einem wichtigen Leistungsindikator sprechen, denn patentgeschützte Erfindungen sind das Ergebnis von Forschung und Entwicklung und sie zielen auf die Märkte der Zukunft. 2010 entfielen noch weniger als 5% der internationalen Patentanmeldungen für Chemie und Pharma auf China. In nur zehn Jahren, ich wiederhole das gerne, hat sich der Anteil der chinesischen Patente mehr als verdreifacht, ein unglaubliches Wachstum. Und Südkorea zeigt eine ähnliche Entwicklung auf. Und wo steht Deutschland? Unser Land stieg im gleichen Zeitraum von Rang 3 auf Rang 5 ab, eben hinter China und Südkorea.
Ein ähnliches Bild zeigt sich, wenn wir die Handelsbilanz mit forschungsintensiven Chemiewaren ansehen. Seit 2018 steht China an der Weltspitze. Meine sehr geehrten Damen und Herren, stagnierende Forschungsbudgets in Deutschland sind vor dem Hintergrund gewaltiger Anstrengungen anderer Industrienationen eigentlich heute schon ein Rückschritt. Ohne Innovationen gibt es keine Zukunftssicherung. In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, einige Standortnachteile Deutschlands eben durch Innovationskraft zu kompensieren. Wollen wir diesen Kurs beibehalten, müssen wir jetzt wirklich den Turbo zünden. Dazu müssten jedoch die Rahmenbedingungen hierzulande deutlich besser sein. Unseren Unternehmen mangelt es definitiv nicht am Willen, in die Zukunft zu investieren. Aber unter den gegebenen Umständen eben nicht mehr unbedingt am Standort Deutschland. Sehen Sie nur folgenden Aspekt. In unserer Branche gehen mittlerweile fast 60% aller externen Forschungsaufträge ins Ausland. Beispiele zeigen, dass Unternehmen bereits Teile ihrer Forschung im Ausland aufbauen oder verlagern. Das ist definitiv ein Warnsignal für unseren heimischen Standort. Denn wenn wir hierzulande nicht ausreichend in neue Produkte, Verfahren oder Geschäftsmodelle investieren, verlieren wir weiter an Wettbewerbsfähigkeit und verstärken die Deindustrialisierung. Und ist die Produktion erst einmal weg, folgt ihr die Forschung. Ich befürchte, hier kann es zu einer Kettenreaktion, zu einer Spirale kommen. Auch unsere VCI-Umfrage macht deutlich, die Pläne der Unternehmen für 2023 zeigen für das Ausland ein deutlich positiveres Bild als für Deutschland. Hier überwiegen die Firmen 23%, die einen Zuwachs bei Investitionen in Forschung und Entwicklung planen. Man kann sich fragen, was läuft hier schief? Was sagen unsere Mitgliedsunternehmen? Und die beiden größten Hemmnisse, Sie sehen das auf dem Chart, für Innovation sind die Regulierungswut aus Brüssel und Berlin sowie die nicht beständigen politischen Rahmenbedingungen. Beides verunsichert die Unternehmen. Auf Platz 3 der größten Innovationshemmnisse, qualifizierte Bewerber fehlen. Ein Weckruf, höchste Zeit, meine Damen und Herren, umzusteuern. Denn wer sich heute nicht um die Zukunft kümmert, wird morgen die Gegenwart bedauern. Dieses, und ich habe ja gerade über die Bedeutung von China gesprochen, chinesisches Sprichwort muss Deutschland endlich verinnerlichen. Sehr geehrte Damen und Herren, es kann nicht sein, dass die Ampelkoalition an kleinsten Schrauben dreht, ohne den Gesamtmechanismus und das Zusammenwirken der Rahmenbedingungen nicht vor Augen zu haben. Natürlich gibt es gute Ansätze wie die Start-up- oder Zukunftsstrategie. Das darf aber kein Papiertiger bleiben, sonst bleiben die Schwächen des F&E-Standorts bestehen. Das gesamte Innovationssystem muss agiler werden, um die Umsetzung von Forschung in marktfähige Produkte zu beschleunigen. Es braucht einen grundlegenden Modernisierungsbooster. Um erneut Schwung in die Innovationstätigkeit zu bringen, schlagen wir Folgendes vor. Aus Forschungssicht muss die Politik bei der Bildung anfangen. Denn jeder Innovationsprozess beginnt mit gut ausgebildeten Beschäftigten, von der Lehre bis zum Studium. Die Chemie geht hier mit sehr gutem Beispiel voran, seit mehr als 7 Jahrzehnten fördert unsere Branche mit dem Fonds der chemischen Industrie Chemiebildung. Jährlich fördert der Fonds mit 13 Millionen Euro Schulen, den wissenschaftlichen Nachwuchs und die Grundlagenforschung. So hat der Fonds beispielsweise an rund 14.000 Schulen Zuschüsse vergeben für die Einrichtung von Chemielaboren, von Unterrichtsmaterialien. Also wirklich eine ganz große und tolle Leistung. Rund 1.800 Stipendien gingen an Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Meine sehr geehrten Damen und Herren, trotz aller Erfolge, unsere eigenen Leistungen reichen natürlich nicht für einen Bildungsoscar aus. Vielmehr muss die Politik den dramatisch zunehmenden Mangel an Fachkräften mit MINT-Kompetenz schnell und wirksam beseitigen. Fehlende personelle Ressourcen in diesem Bereich torpedieren künftige Innovationen. Oder auf den Punkt gebracht, nur Bildung verspricht Fortschritt.
Dieses Land braucht durchgängige MINT-Bildung entlang der gesamten Bildungskette von der Grundschule bis zum Abitur und eigentlich schon im Kindergarten. Gut ausgebildete MINT-Lehrkräfte sind Voraussetzung für guten, auch experimentellen Unterricht und damit auch motivierten und neugierigen MINT-Nachwuchs. Schon heute fehlen Lehrkräfte. Die Lücke wird in den nächsten Jahren größer werden. Hier muss zügig gegengesteuert werden. Der Lehrerberuf muss wieder attraktiver werden. Lehrer müssen von Fremdarbeiten wie Verwaltungs- und Organisationsaufgaben entlastet werden. Die Flexibilität und Breite in den MINT-Studiengängen muss erhalten bleiben, um auf künftige technische und gesellschaftliche Herausforderungen vorbereitet zu sein. Neugierig sein, tüfteln, Ideen haben und umsetzen. Das passiert in den F&E-Abteilungen unserer Mitgliedsunternehmen, in denen unsere Forscherinnen und Forscher ihre neuen Produktideen und Technologiekonzepte entwickeln. Doch ebenfalls Alltag in den Laboren. Unsere klugen Köpfe werden durch einen Bürokratiewust wirklich ausgebremst. Für Förderanträge muss eine Fülle an Informationen eingereicht werden. Kleine und mittlere Unternehmen müssen einen hohen Rechercheaufwand betreiben, um überhaupt geeignete Förderprogramme zu finden. Ganz zu schweigen von Regularien auf dem Weg zur Umsetzung der Innovation in Produkte. Die Folge? Endlos lange Bearbeitungszeiten bei Behörden und Unternehmen gleichermaßen. Ein Originalzitat aus unserer VCI-Umfrage: Die Umsetzung der regulativen Vorgaben bindet enorm viel Arbeitskraft, die für wirkliche Innovationstätigkeit keine Spielräume mehr freilässt. Die regulativen Vorgaben führen am Ende zu Frustration. Meine Damen und Herren, das ist toxisch. Ein solcher Mix aus überbordender Bürokratie und Regulierung muss neutralisiert werden. Schließlich ist Tempo gefragt, damit die Ergebnisse der Forschung zügig auf den Markt kommen und auch unsere Partner in den Wertschöpfungsketten diese nutzen können. Der Blick auf den internationalen Wettbewerb der Forschungsstandorte zeigt doch ganz klar: Andere Nationen sind mutiger, sind agiler. Der amerikanische Inflation Reduction Act beispielsweise wirkt wie ein Supermagnet, auch für Investitionen mit Forschungsrelevanz. Und wer es in Deutschland schwer hat, seine Forschung umzusetzen, der wird den amerikanischen Weg umso attraktiver finden. Sollen wir deswegen jetzt die Flinte ins Korn werfen? Oder können wir etwas retten? Offen und ehrlich, meine Damen und Herren, ich bin fürs Retten. Wir müssen den Transfer von Grundlagenforschung in innovative Produkte stärken, indem die Forschungsförderung anwendungsnah gestaltet wird, Reallabore praxisgerecht realisiert werden, um im industriellen Maßstab neue Technologien testen zu können, die eben noch nicht zugelassen sind. Ziel ist, immer komplexer werdende Technologien und Anwendungen im Demo-Maßstab realisieren zu können. Nach langer Verzögerung ist die Bundesregierung mit ihrem Grünbuch für ein Reallaborgesetz auf dem Weg. Wir hoffen, dass dies ein Weg der Praxis wird. Für Reallabore brauchen wir vor allem Möglichkeiten, Regularien auf künftige Herausforderungen und Aufgaben anzupassen, sogenannte Experimentierklauseln. Ebenso müssen kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups einen leichteren Zugang zu Reallaboren haben. Und last but not least müssen die Bundesressorts stärker bei der Einrichtung von Reallaboren zusammenarbeiten. Die F&E-Förderprogramme sollten nicht, so scheint es manchmal, an den Bedürfnissen der Wirtschaft vorbei entwickelt werden. Vielmehr sollte die Industrie ins Boot geholt werden. Sprecht mit uns, heißt die einfache Formel. Und noch viel wichtiger: Kommen Sie an unsere Standorte und werfen einen Blick in unsere Labore. Wir laden auch Sie alle sehr herzlich ein und überzeugen Sie sich vor Ort, was wir können und was wir leisten. Wir müssen auch mehr auf Technologiefreiheit setzen. Nehmen Sie das Beispiel chemisches Recycling. Das Bundesumweltministerium setzt einseitig auf mechanisches Recycling. Meine Damen und Herren, das allein wird für eine Kreislaufwirtschaft nicht genügen.
Nur mit mechanischem Recycling wird es nicht gehen. Wir appellieren daher an die Politik, politische Scheuklappen abzulegen und auch den Weg für das chemische Recycling freizugeben. Auch die Finanzierungsbedingungen müssen verbessert werden. Das betrifft sowohl Kooperationsprojekte mit Industriebeteiligung, vor allem bei Schlüsseltechnologien. Das betrifft aber auch eine nahtlose Finanzierung von F&E-Förderprogrammen, beginnend von Investitionen im Labor über Demo-Pilotanlagen hin zu First-of-Kind-Produktionsanlagen für Unternehmen. Wir brauchen endlich eine Forschungszulage auf internationalem Niveau als Signal auch für ausländische Investoren, dass sich Investitionen auch künftig für sie am Forschungsstandort Deutschland lohnen. Die Pläne des Bundesfinanzministers lassen hoffen, das Wachstumschancengesetz, auf das sich die Koalition jetzt in Meseburg geeinigt hat, muss schnellstmöglich umgesetzt werden und es muss weiter an einfachen, praxisgerechten Verfahren gearbeitet werden. Die Erfahrungen zeigen, dass das wirklich möglich ist. Denn um innovative Unternehmen bis zur Marktreife zu unterstützen, bedarf es mehr Wachstumskapital in Deutschland und in Europa. Zusätzlich müssen Genehmigungsverfahren einfacher und schneller werden. Schneller und agiler bedeutet auch, die Genehmigungsverfahren für Forschungsanlagen zu erleichtern. Die Verfahren sollen die Größe der Pilot- und Demonstrationsanlagen für F&E-Projekte angemessen berücksichtigen. Dazu sollte man nicht alle Ansprüche an die Öffentlichkeitsbeteiligung stellen, die üblicherweise hierfür bei der Genehmigung von neuen Produktionsanlagen gelten. Sehr geehrte Damen und Herren, ein Blick auf die EU zeigt, leider ist auch hier nicht alles Gold, was glänzt. Die EU betreibt eine zum Teil widersprüchliche Innovationspolitik. Mit ihrem Konzept für ein sicheres und nachhaltiges Design will sie ein Werkzeug generieren, um nachhaltige Innovationen zu ermöglichen. Im Prinzip ein guter Ansatz. Aber in der Praxis befürchten wir Denkverbote für unsere Forscherinnen und Forscher. So sollen beispielsweise Stoffe mit theoretisch hoher Reaktivität per se als nicht nachhaltig eingestuft werden. Dazu gehören zum Beispiel Stoffe, die dringend in Katalysatoren benötigt werden. Oder nehmen Sie Enzyme, die Sie aus dem Alltag kennen. Sie helfen zum Beispiel, dass Waschmittel bei gleicher Reinigungsleistung mit niedrigerer Temperatur auskommen. Mit solchen Einschränkungen verbauen wir uns doch ohne Not, meine Damen und Herren, zu einem frühen Zeitpunkt entscheidende Chancen für einen nachhaltigen Lösungsbeitrag, zum Beispiel durch neue Materialien. Ein ähnliches Bild bietet sich beim sogenannten Patentpaket der Europäischen Kommission. Einerseits verspricht das von Brüssel vorgeschlagene einheitliche europäische System ergänzender Schutzzertifikate, den Forschungsstandort Europa nachhaltig zu stärken. Es bedeutet weniger Bürokratie, niedrigere Kosten und geringeren Ressourceneinsatz für Unternehmen, wenn sie ergänzende Schutzzertifikate beantragen. Daher begrüßen wir diesen Vorschlag der Kommission ausdrücklich. Andererseits schlägt Brüssel jedoch mit der Möglichkeit von EU-weit geltenden Zwangslizenzen auf Rechte des geistigen Eigentums ein Instrument vor, das den Schutz geistiger Eigentumsrechte empfindlich schwächt. Im Ergebnis wird es sich damit negativ auf die künftige Innovationstätigkeit sowie die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in der EU auswirken. Etwas positiver sehen wir dagegen die Entwicklung in der Biotechnologie. Mit Ihrem aktuellen Vorschlag zur Regelung neuer genomischer Techniken in der Pflanzenzüchtung macht die EU-Kommission einen großen Schritt in Richtung Auflösung von Widersprüchen. Der Vorschlag bietet eine enorme Chance, die neuen genomischen Techniken für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu nutzen. Profitieren werden besonders die Land- und Forstwirtschaft, aber auch die industrielle Produktion sowie die Gesundheitswirtschaft. Und ich hoffe, es findet hier endlich auch ein zügiges Umdenken in Deutschland statt. Es ist doch geradezu dramatisch,
wenn Chemie-Nobelpreisträgerin Emmanuelle Charpentier in ihrem Labor an der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene die Arbeiten zur Genschere weitgehend eingestellt hat. Sie sei einfach nicht mehr wettbewerbsfähig auf diesem Gebiet und sie konnte auch nicht mehr die besten Forscher beschäftigen, so das Zitat. Und auch für die Pflanzenbiotechnologie ist sie pessimistisch, weil, ich zitiere die FAZ, inzwischen viele Unternehmen mit dem wichtigsten Teil der Entwicklung in die USA abgewandert sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Jahr hat das Rheingold-Institut für uns zum zweiten Mal eine Studie durchgeführt, um herauszufinden, wie sich die Corona-Welle auf die Menschen und ihre Sicht auf die chemisch-pharmazeutische Industrie ausgewirkt hat. Das Ergebnis dieser Follow-up-Studie: 95% der Befragten halten es für wichtig, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu schützen und zu stärken. Und unsere Branche wird auch als eine beherzte Lösungsorientierung, zugeschrieben. Um in diesem Sinne zu handeln, brauchen wir, meine Damen und Herren, einen Wind of Change. Innovationen brauchen kein laues Lüftchen, sondern starken Rückenwind. Das allein wird aber nicht ausreichen. Wir brauchen auch einen wettbewerbsfähigen Industriestrompreis als Brücke, bis wirklich genügend erneuerbare Energien zu bezahlbaren Kosten zur Verfügung stehen. Denn sonst wird die Energiekrise zu einem ungebetenen Begleiter auf unserem Weg in die Zukunft, gerade auch für die Forschung, Entwicklung, für die Innovation aus Deutschland heraus. Meine Damen und Herren, Deutschland muss wegkommen vom Zaudern. Wir müssen die German-Angst ablegen. Die Deutschlandgeschwindigkeit darf nicht zum Schneckentempo mutieren, denn Zukunft braucht Tempo. Die Bundesregierung darf nicht schlafwandeln und dabei vom grünen Wirtschaftswunder träumen. Sie muss loslegen, und zwar jetzt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Wessel. Wir kommen jetzt zu den Fragen aus dem Chat bzw. hier aus dem Raum. Da habe ich dann eine kleine Bitte, dass die Kollegen hier im Raum warten, bis das Mikrofon da ist, damit die Kollegen an den Bildschirmen dann die Frage auch verstehen. Herr Kroner, hatte ich das richtig gesehen? Ja, Sie hatten die Personalknappheit angesprochen. Eine jüngste Studie der OECD in den Niederlanden hat herausgefunden zu diesem Thema, dass Personalknappheit in den Niederlanden, also von qualifizierten Arbeitern, auch in der Forschung, zurückzuführen ist auf hohe Löhne und ein niedriges Arbeitszoll. Das hat da wenig eigentlich mit Regulierungen zu tun. Wissen Sie, Herr Kroner, die Studien sprechen ja eine eindeutige Sprache. Und ich darf das sagen, ich bin selbst Jahrgang 63, gehöre damit zum zweitgeburtenstärksten Jahrgang in Deutschland mit dazu. Es gab nur einen Geburtsjahrgang, wo noch mehr Babys geboren worden sind. Das war der Jahrgang 1964. Und wir haben jetzt eine sehr gute Beschäftigungssituation in Deutschland, Gott sei Dank. Aber wir wissen, und das sehen wir und spüren wir jetzt schon, dass immer mehr Menschen aus dem Erwerbsleben sich verabschieden und die Lücke immer größer wird, immer größer wird. Vielleicht macht im Augenblick der Fachkräftemangel in diesem Jahr ein bisschen Pause angesichts der konjunkturellen Situation, der Schwierigkeiten vieler Unternehmen, auch von Chemieunternehmen. Vielleicht macht das im Augenblick eine Pause, aber es geht wieder los. Ende letzten Jahres fehlten ja schon 700.000 oder konnten 700.000 Stellen in Deutschland nicht besetzt werden. Und diese Kette, die kommt, ich sag mal, auch in Deutschland, die kommt auch in der industriellen Wertschöpfung an, nicht nur in der Chemie- und Pharmaindustrie, sie kommt an. Eine Kombination von wenig Arbeiten, hohen Löhnen ist sicherlich auch ein Element dabei. Wir reden ja auch über eine notwendige und mögliche Verlängerung von Lebensarbeitszeit, um jetzt aber das einen Teil zu kompensieren. Wir wissen aber auch, dass in den spätestens 2030er Jahren beginnend bis zu 7 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter fehlen werden in Deutschland. Und deswegen muss jetzt, ich sag mal, die Zeit umgestellt werden,
Deswegen muss jetzt in Fachkräftesicherung investiert werden. Und wenn Sie einen Schulweg mal beschreiben, von der Grundschule über das Gymnasium bis zum Studiengang oder zur Berufsausbildung, dann sind das ja hier mehr als Dekaden, die wir zu betrachten haben. Und deswegen müssen jetzt die Weichen für die Fachkräftesicherung in Deutschland gestellt werden. Nur über die Arbeitszeit werden wir das Problem nicht lösen können. Können Sie die Fachkräftestrategie der Bundesregierung, also die Maßnahmen zur Arbeitsmigration, kommentieren? Ich hatte Gelegenheit, Herr Heil hatte den Standort Mahl vor einigen Wochen besucht, hat sich die Berufsausbildung dort angesehen. Und Frau Zimmer und ich, wir dürfen ja den Fonds der chemischen Industrie begleiten, aus dem ich ja gerade zitiert habe, was wir alles schon ist immer auch als Verband der chemischen Industrie machen. Wir wissen, dass die Mitgliedsunternehmen, und das ist nicht nur Evonik, viele, viele andere Chemieunternehmen auch, was die leisten. Die Ausbildung wurde hochgefahren in diesem Jahr, ich glaube um 700 Ausbildungsstellen in etwa auf 9.300 Ausbildungsstellen, um dieser Fachkräftesicherung ist immer dort Herr zu werden. Und ich hatte Gelegenheit, mit dem Bundesminister Heil eben auch zu sprechen über das Fachkräfte, ich glaube, Zuwanderungsgesetz heißt es. Das brauchen wir dringend. Wir brauchen eine gezielte, wir brauchen eine gesteuerte Zuwanderung. Und wenn ich hier spreche über Forschung und Innovation, Forschung und Entwicklung, dann brauchen wir auch gute und kluge Köpfe, diese Innovation in Deutschland auch mit Zuwanderung voranzubringen. Frau Zwiebowski, und danach kommt dann eine Frage aus dem Chat. Zbikowski von den Nachrichten aus der Chemie. Ich habe auch noch mal eine Frage zur Fachkräftesicherung. Jetzt haben zwei große Chemieunternehmen Einstellungsstopp verhängt. Langs-Hess weiß ich, von Evonik weiß ich es auch. Ist das nicht ein komplett falsches Signal an junge Leute, die jetzt überlegen, Chemie oder Verfahrenstechnik zu studieren? Die fehlen ihnen ja in 5 bis 10 Jahren. Ja, das ist ein Zeichen und ein Signal, was wir jetzt auch im Unternehmen, in den Unternehmen, die Sie gerade angesprochen, benötigen. Wir sind in turbulenten Zeiten und Sie können aus unseren Quartalsmitteilungen oder auch aus unseren Ad-Hoc-Mitteilungen, und Sie haben gerade die Lanxess angesprochen und auch die Evonik angesprochen, erkennen, dass tatsächlich durch eben die mangelnde konjunkturelle Nachfrage, aber auch durch die hohen Energiepreise, die wir haben, wir Umsatzvolumen und aber auch Ergebnisvolumen reduzieren mussten. Und wir sind natürlich auch als Vorstände gehalten, ein Unternehmen sicher durch diese turbulenten Zeiten zu führen, die Cash-Orientierung hier klar in den Fokus zu nehmen. Und die Personalkosten spielen am Ende auch eine Rolle. Das sind sicherlich nicht die einzigen Kosten, die wir im Blick haben dabei, sondern natürlich auch unsere Rohstoffkosten, unsere Energiekosten und natürlich auch die Personalkosten, um auch ein Schiff wie eine Evonik Industries, und ich bin sicher, die Kollegen der Lanxess, die Sie genannt haben, genauso sicher durch diese raue, durch diese turbulente See zu führen. Und dazu gehört auch, vorübergehend einen Einstellungsstopp zu verhängen, um die dann frei werdenden Arbeitsplätze möglicherweise perspektivisch 2024 dann auch wieder aufzufüllen. In der Chemie oder ein Studium in Richtung Chemie aufzunehmen? Schauen Sie, wie laufen die Prozesse der Berufsausbildung? Die Berufsausbildung dauert im Schnitt 3,5 Jahre. Und wir werben heute schon in 2023 für die Berufsausbildungseinstellung in 2024. Das hat in der Regel einen einjährigen Vorlauf. Das heißt, wir schauen 5 Jahre im Voraus, welche Bedarfe wir haben. Ja, wo entstehen Bedarfe, auch für neue Berufe? Wir wissen, dass wir eine große Shortage haben bei den Informatikern, bei den IT-Experten. Also bilden wir jetzt selbst Fachinformatiker aus. Und ein solcher Vorlauf braucht 5 Jahre. Der hat nichts zu tun mit der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderung, in der wir stecken, sondern wir gehen ja. Ich habe hier zur Verstärkung an meiner Seite den Chefvolkswirt des Verbandes der chemischen Industrie, Herrn Meinke. Wir gehen ja davon aus, dass wir vielleicht in 2024, aber hoffentlich spätestens in 2025, wirklich auch zu einer Erholung der weltweiten Konjunktur kommen. Und wenn ich jetzt eine Ausbildungsplanung mache, die bis nach 2027, 2028 zum Teil reicht,
die simuliert, welche Abgänge haben wir im Unternehmen durch die demografische Entwicklung. Da müssen wir die heute einstellen und können auch felsenfest den jungen Leuten gegenüber behaupten, dass das eine Perspektive und dass das eine Zukunft hat. Dann von Frau Leue, Deutschlandfunk, da geht es um das chemische Recycling. Frau Leue möchte gerne wissen, was Sie sich hier konkret vom Bundesumweltministerium wünschen und was sagen Sie zu den Sorgen der kommunalen Entsorger, mechanischen Kunststoffrecycler, dass es zu Konkurrenzen um Kunststoffabfälle kommen könnte? Die Frage kann ich gerne Frau Zimmer beantworten. Genau. Ja, also zunächst, das sind ja zwei Aspekte in der Frage. Der erste Aspekt, was konkret wünschen wir uns beim Thema chemisches Recycling vom Bundesumweltministerium? Es ist so, dass das Ziel bei der Kreislaufwirtschaft, das wir ja auch als Branche verfolgen und was ja auch der Bund verfolgt und in der EU verfolgt wird, ist die Erhöhung der recycelten Abfallmengen insgesamt. Und da spielt natürlich das mechanische Recycling eine sehr große Rolle. Aber es wird nicht ausreichen, um die Abfallquoten, die Recyclingquoten zu erreichen, die wir brauchen. Und deshalb kann hier das chemische Recycling eine gute Ergänzung darstellen. Und uns geht es vor allem darum, dass die durch chemische Verwertungsverfahren wieder in den Kreislauf eingeführten Stoffe, dass die eben gleichwertig anerkannt werden zu denen aus dem mechanischen Recycling. Und dazu müsste beispielsweise die Verpackungsgesetzgebung angepasst werden, damit wir eben auch die Recyclingquoten erfüllen können. Und für die chemische Industrie ist es auf dem Weg der Transformation, ist das chemische Recycling wirklich eine Schlüsseltechnologie und die müsste auch noch stärker gefördert werden, auch durch die Forschungsprogramme an der Stelle. Und der zweite Aspekt der Frage zielte auf die Forderungen der kommunalen Entsorger an. Da kann ich sagen, dass wir jetzt gerade aktuell Anfang September gemeinsam mit den Entsorgern ein gemeinsames branchenübergreifendes Konzept zum chemischen Recycling und mechanischen Recycling vorstellen werden. Also da haben wir auch intensive Gespräche geführt und wollen jetzt da einen gemeinsamen Weg gehen. Gestatten Sie mir, dass ich kurz ergänze. Gerne. Wir haben ja erstmal bei uns am Standort Mahl eine Kunststoffsortieranlage, die immer wieder auch so ihre spezifischen Herausforderungen hat, weil ja sehr viel eben auch Akkus und Batterien, die immer dort mit dabei sind. Dann gibt es Wärmeentwicklung, aber wir haben da mittlerweile eine sehr, sehr gute Kooperation. Aber wir wissen eben, dass beim Sortieren und beim mechanischen Recycling immer noch zu viel Abfälle, zu viel Wertstoffe ist immer übrig bleiben. Und gerade da ist doch der Ansatzpunkt eben für das chemische Recycling, ist immer da wirklich die Quote zu steigern. Und deswegen nur einseitig auf den einen Weg zu setzen, auf das mechanische Recycling, das ist nicht ausreichend. Das erhöht, ist immer die Ausbeute, ist immer am Ende. Und wir würden dann immer weniger, ist einmal dann thermisch verwerten müssen. Und das lohnt sich doch, sich dafür anzustrengen. Okay. Ich habe drei Wortmeldungen. Das erste ist Frau Rösing, dann Frau Wadewitz und dann Herr Fröndhoff. Ja, vielen Dank, Herr Wessel. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie, dass die Suche nach geeigneten Förderprojekten sehr viel Energie bindet in den Unternehmen. Da stellt sich mir die Frage, was macht das so schwierig? Das ist nahezu ein undurchdringbarer Dschungel an Förderprojekten und Förderprogrammen. Und da die richtigen Themen, die man in seiner Pipeline hat, in seiner Innovationspipeline hat, und dafür die entsprechenden Programme tatsächlich zu finden, das ist eine echte Herausforderung. Die großen Mitgliedsunternehmen im Verband der chemischen Industrie leisten sich dafür durchaus eigene Teams, die mittlerweile sehr versiert sind, das zu durchdringen. Aber wir wissen doch auch, dass gerade beim Verband der chemischen Industrie viele klein- und mittelständische Unternehmen auch zusammengebracht und zusammengeführt wird. Die können sich das allein von der Personalkosten, von der Manpower, können die sich kaum leisten. Die sind auf Partner angewiesen, die mit ihnen diesen Dschungel durchstreifen, um daraus dann die richtigen Förderprogramme zu finden. Und wenn man sie gefunden hat, dann ist immer sich durch das Antragsverfahren durchzumühen und wenn man beantragt hat, dann die Geduld aufzubringen, dass man 1,5, 2 Jahre auf die Genehmigung dann dieser Förderkulisse wartet. Das ist eine ganz, ganz große Bürde und ich glaube, das kann man deutlich verschlanken. Hier kann deutlich mehr konsolidiert werden, mehr Support geliefert werden
und die Genehmigungsverfahren auch durch Digitalisierung deutlich vereinfacht werden. Liegt es auch daran, dass die zuständigen Ministerien dazu wenig Abstimmung betreiben? Also werden da auch unterschiedliche Programme in unterschiedlichen Ministerien mit ähnlicher fachlicher, inhaltlicher Ausrichtung gefahren? Auch das gehört dazu. Wenn ich an Forschungsministerium, Umweltministerium, Wirtschaftsministerium als Beispiel denke, dann haben wir ja hier schon wirklich eine erste Hürde, die man nehmen muss. Wo sortiere ich mich, in welche Stränge ein und wo kann ich denn möglicherweise was finden? Also noch einmal, das kann man, glaube ich, deutlich vereinfachen, das kann man deutlich verschlanken und es muss am Ende deutlich schneller werden. Frau Wadewitz als Nächste. Ich habe noch eine Frage zu der Abwanderung von Innovationen da im Rahmen auch Ihrer Umfrage. Gibt es da Segmente, die da im Vordergrund stehen, die F&E-Aufwendung oder Aktionen ins Ausland verlagern? Und wohin? Ist es jetzt überwiegend USA durch den Inflation Reduction Act oder ist es auch China oder sind es ganz andere Länder? Sie haben in den Statistiken gesehen, dass noch einmal, dass der Verband der chemischen Industrie ist ein wirklich breites Portfolio Mitgliedsunternehmen. Nicht alle können sich auch eigene Forschungseinrichtungen in dem Maße leisten, wie vielleicht eben ausgewählte große. Das heißt, man ist auf Kooperation immer mehr und immer stärker angewiesen. Und die Auftragsforschung hat und nimmt zunehmend eine Bedeutung ein. Das sind knapp 30%, ich glaube im Chart waren 27% diesmal genannt. Da geht es eben genau um Kooperation aus der universitären Landschaft, aus Institutslandschaft, auch aus den anwendungsorientierten Fachhochschulen, die für die Chemieindustrie wirklich auch von herausgehobener Bedeutung sind, wenn es um die Anwendung in spezifischen Eigenschaften geht. Und da sucht man sich eben Partner. Und die Frage ist, finden wir diese Partner ausreichend, hinreichend in Deutschland? Und darauf bezogen sich die 60%. Von diesen 30, knapp 30% gehen 60% mittlerweile ins Ausland, weil wir aus den Mitgliedsunternehmen nicht genügend Kooperationspartner, Forschungspartner finden, die diese Auftragsforschung in Deutschland für uns betreiben wollen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, den ich angesprochen habe, ist die Frage, wenn wichtige Produktion zunehmend auch ins Ausland geht, dann ist es natürlich auch wichtig, dass bestimmte Teile der Forschung dann auch im Ausland verbunden sind mit der Produktion. Das ist ja übrigens auch ein Thema, was ich angesprochen habe, vor dem Hintergrund der Industriestromdiskussion, Brückenstromdiskussion. Wenn eben hier Deindustrialisierung stattfindet, wenn Produktion sich ins Ausland verlagert, dann gibt es am Ende kaum Argumente, die Forschung und Entwicklung dann hier zu lassen und eben nicht mitzugehen mit der Verlagerung von Produktion ins Ausland. Gut, Herr Fröndhoff und dann nochmal Herr Krone. Ja, eine Frage zur steuerlichen Forschungsförderung, die jetzt ausgeweitet wurde. Wie beurteilen Sie das? Ist das schon mal so ein grundlegender Faktor für den Modernisierungsbooster, den Sie ja sich wünschen? Und gerade nochmal anschließend an die Frage, die hatte die Kollegin ja schon gestellt, wohin geht es denn, wenn jetzt Forschung verlagert wird oder Auftragsforschung, ist es vor allem Westeuropa, USA, auf das die Firmen setzen? Ja, fange ich mal mit der Forschungszulagenförderung an. Ich darf ja die Forschungspressekonferenz schon seit einigen Jahren für den Verband der chemischen Industrie mit Frau von Zedlitz in der ganzen Zeit, jetzt mit Frau Zimmer in der Neuzeit hier begleiten. Und wir haben ja lange für die Forschungszulage in Deutschland gekämpft. Und der Bundeskanzler war ja mal Finanzminister und hat diese Forschungszulage dann eingeführt. Auf der Basis 2 Millionen, 25%, 500.000. Und wir haben das immer als einen Einstieg in diese Diskussion gesehen. Und wir freuen uns jetzt, dass in Meseberg die Koalition sich in grundlegenden Fragen geeinigt hat, auch zum Wachstumschancengesetz geeinigt hat und hier jetzt eine nächste Stufe für die Forschungszulage gezündet wird. Eine Verdreifachung, die ist ja noch nicht in Gesetz gemeißelt.
Die Hürde müssen wir da an der Stelle ja nochmal nehmen. Das sehen wir als einen weiteren wichtigen Schritt an. Aber wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Das ist international noch nicht wettbewerbsfähig. Und wir betrachten das jetzt eben als einen kontinuierlichen Prozess, dass Deutschland entsprechend eben auch seiner Leistungsfähigkeit diese Forschungszulage auch perspektivisch weiter ausbauen wird. Das ist ein Muss. Das brauchen wir dann nicht nur für die heute hier vorhandenen deutschen Unternehmen, ich habe es angesprochen, sondern wir wollen ja auch ausländische Unternehmen gewinnen, in Deutschland zu forschen, Entwicklung ist immer zu betreiben. Und auch für die ist das natürlich von herausgehobener Bedeutung, ihre Forschung vielleicht, wenn sie Produktionsstätten hier haben, eben auch hier nach Deutschland zu bringen. Also ein guter, ein wichtiger Schritt. Wir sind sehr dankbar dafür, wenn er jetzt schnell in gesetzliche Grundlagen umgesetzt wird und dem Mitgliedsunternehmen des Verbandes der chemischen Industrie auch dann zur Verfügung steht. Die andere Frage, wo wird investiert? Und ich hatte angesprochen den Inflation Reduction Act, der ja sehr stark eben auch auf Nachhaltigkeit und Entwicklung von nachhaltigen Technologien setzt und damit natürlich auch forschungsintensive Bereiche ist immer in die USA verlagert. Das ist sicherlich im Augenblick, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll, Hotspot ist immer für Prüfung, ob es sich lohnt, in die USA zu gehen. China ist auch aufgrund der aktuellen Entwicklung in China vielleicht jetzt ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber wir sind sicher und wir brauchen ja auch China als Weltlokomotive. Wir sind sicher, dass China sich auch erholen wird. Schauen wir mal mit prüfenden Blick in Richtung von Herrn Meinke. Und dann natürlich das Thema Forschung und Entwicklung auch von deutschen, europäischen Unternehmen in China sicherlich eben auch weiter stattfinden wird. Herr Krone, genau. Sie Innovation, drei Ebenen, Produkte, Prozesse, Geschäftsmodelle. Innovation ist ja im Prinzip so ein Gummibegriff und sehr dehnbar. Wenn jetzt die Rede ist von Abwanderung von Innovationen, es gibt ja auch einen Innovationszufluss. Und das bedeutet also, dass zum Beispiel, wenn ich Evonik nehme, 2700 Mitarbeiter in Forschung, 2022 an mehr als 40 Standorten weltweit, dann kann man doch nicht einfach nur sagen, ja gut, es geht verloren, sondern die Unternehmen holen sich das ja zurück und typischerweise an ihre Headquarters, an ihre Hauptsitze. Kennen Sie alle Zahlen so gut wie die von Evonik? Herr Kronas, beeindruckt mich sehr. Aber Sie kennen alles. Das beruhigt mich, Herr Kroner. Es gibt einen guten Überblick. Also wenn ich mal Fragen habe, wie die Wettbewerbssituation da ist, dann wende ich mich vertrauensvoll an Sie. Also. Das ist aber keine Antwort jetzt. Ich wollte der Antwort auch nicht jetzt irgendwie ausbüchsen. Also, Sie haben die Zahlen mal jetzt am Beispiel von Evonik Industries genannt und ich weiß ja, die Kollegen sind ähnlich aufgestellt, sind ähnlich organisiert. Auch wir schauen, wie können wir unsere Forschung und Entwicklung internationalisieren, aber wie können wir, und das ist natürlich, weil wir weiterhin ja eine starke industrielle Basis in Deutschland haben und unter uns diese starke industrielle Basis als Teil der industriellen Wertschöpfung in Deutschland auch erhalten wollen. Herr Krone, und deswegen wollen wir natürlich auch Forschung und Entwicklung weiterhin in Deutschland betreiben, ob das die Grundlagenforschung ist, die anwendungsorientierte Forschung ist, die verfahrenstechnische Weiterentwicklung oder eben auch über Venture Capital und andere Aktivitäten neue Geschäftsmodelle sein können. Das wollen wir in Deutschland betreiben, aber dafür brauchen wir genau die Rahmenbedingungen, für die wir uns jetzt gerade als Verband der chemischen Industrie eben auch einsetzen. Zum Beispiel mit dem Brandbrief, der in den letzten Tagen durch das VCI-Headquarter hier auf den Weg gebracht worden ist, um die Politik dafür noch einmal zu sensibilisieren. Herr Tim, Sie hatten auch einen Fall. Zu dem vehement geforderten Brückenstrompreis. Wie begegnen Sie denn dem Einwand, dass er zur Dauersubvention werden könnte? Zunächst einmal, wir haben uns ja in Deutschland auf einen besonderen Weg der Energiewende, der Transformation gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen aus der Braunkohleverstromung, wir wollen aus der Steinkohleverstromung, wir wollen aus der Atomenergie aussteigen. Und wir setzen auf
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Und auch wir, sagen wir in den Mitgliedsunternehmen des Verbandes der Chemischen Industrie unterstützen diesen Weg und diesen Prozess. Der wird aber dauern. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, der Verband der Chemischen Industrie hat 2020, bin ich ganz sicher, eine Studie gemacht, dass allein wenn man die heimische Chemieproduktion elektrifizieren würde, sofern das technologisch überhaupt möglich ist, dann bräuchten wir alleine, wir, chemische Industrie, 500 Terawattstunden zusätzlichen Strom. Das heißt, zu den heute 560, 570 Terawatt, die wir an Erzeugungskapazitäten in Deutschland haben, müssen noch mal genauso viel zugebaut werden. Und wir in der Chemieindustrie sind ja Lösungsanbieter auch für diese Energiewende. Kein Solarpanel, keine Windkraftanlage, keine Biogasanlage mit den entsprechenden Membranen funktioniert ohne Chemie. Und auch wir wollen helfen, dass dieser Ausbau gelingt. Aber dieser Weg wird Zeit benötigen, bis genügend erneuerbare Energien zur Verfügung steht, und wie ich es vorhin gesagt habe, zu bezahlbaren Kosten. Und das determiniert die Länge der Brücke. Wir glauben, dass das schneller gehen kann als heute gedacht, wenn alle sich anstrengen, wenn die Genehmigungsverfahren, wenn die Abstandsregelungen etc. geändert werden, dann wird diese Brücke schneller zu beschreiten sein und auch das Ende der Brücke ist immer klarer sein. Und darauf setzen wir, dass es hier einen klaren Transformationspfad gibt, deren Dauer wir hier bewerten können. Und für diese Phase brauchen wir einen Industriestrompreis, der international wettbewerbsfähig ist. Wir haben ja eine besondere Situation in Deutschland. Wir haben auch über die Arbeitskosten, gute Arbeit kostet Geld, hatte ich in meiner Rede gesagt. Wir haben eine besondere Rohstoffsituation hier in Deutschland. Wir müssen Rohstoffe importieren, um sie hier wirklich in Deutschland zu veredeln, für chemisch hochwertigste Produkte, für Lösungen, die die Transformation, die unsagbar groß ist in der Menschheitsgeschichte, um die bewerkstelligen zu können. Und für diese Dauer brauchen wir einen Industriestrompreis, mit dem wir das hinbekommen können. Und deswegen, das determiniert die Brücke, das determiniert die Zeit für diese Brücke und darauf setzen wir, dass es dafür ein gutes und kluges Konzept gibt der Bundesregierung. Herr Reubold und dann Frau Nehren-Essen. Ja, wenn wir jetzt schon über chemisches Recycling gesprochen haben, es hat ja, wie Sie gesagt haben, auch einen Innovationsaspekt. Es droht wahrscheinlich Verlust an F&E, Know-how, damit auch Investitionen, Arbeitsplätzen in Deutschland. Die Parallelen zum Thema Biotechnologie sind ja irgendwie nicht von der Hand zu weisen. Auch da ist das passiert. Was erwarten Sie denn von dem Schulterschluss nächste Woche in Berlin mit Plastics Europe und dem BDE? Oder konkret gefragt, was muss denn beim chemischen Recycling von politischer Seite oder regulatorischer Seite passieren, damit es in Deutschland nicht nur akzeptiert wird, sondern auch hier weiterentwickelt und angewendet wird? Müssen wir da über einen Massenbilanzansatz nachdenken, ähnlich wie beim Ökostrom, also im Strommix, dass ein bestimmter Rezyklatanteil in neuen Produkten aus chemischem Recycling anerkannt wird? Ja, kann ich vielleicht gerade noch mal dazu, genau, also erstmal ist diese Gleichstellung wichtig des chemischen Recyclings zu dem mechanischen Recycling, damit das in der Verpackungsgesetzgebung eben als gleichwertig angesehen wird, damit wir überhaupt da weiterkommen einen Schritt sonst. Und das wäre auch ein Signal dafür, dass wir daran weiter in diese Verfahren investieren können, dass wir da eine Sicherheit haben, okay, das hat eine Zukunft. Und ja, zu dem, was wir da erwarten können. Grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn sich Branchen, nicht nur einzelne Branchen zu einem Thema äußern, sondern wenn wir da einen Schulterschluss haben, branchenübergreifend. Und das sollte doch ein starkes Signal auch an die Politik senden, wenn wir uns jetzt auch mit der Entsorgungswirtschaft hier auf ein gemeinsames Konzept einigen. Das verdeutlicht dann
auch, dass wir beide Wege beschreiten wollen. Das mechanische Recycling hat seinen Platz und ist gegebenenfalls auch prioritär zu sehen, aber das chemische Recycling muss das ergänzen und wird immer mehr hinzugewinnen. Und natürlich haben wir da auch Konzepte zur Massenbilanzierung, das unterstützen wir und das sollte auch im Detail noch umgesetzt und aufgegriffen werden von der Politik. Frau Nieren-Essing. Ich hätte nochmal eine Zusatzfrage zu dem Industriestrom, den Sie fordern. Erstmal, wie hoch sollte er sein? Das war die erste Frage. Die zweite Frage, über welchen Zeitraum sprechen wir hier, den Sie haben wollen ganz gerne? Und dann hätte ich noch eine andere Frage mit den Forschungsausgaben. Gibt es denn da vielleicht eine Verteilung zwischen Pharma und Chemie? Können Sie da sagen, ob das bei beiden Bereichen gleich geblieben ist oder gleich bleiben wird, ob es da vielleicht auch Unterschiede gibt? Dankeschön. Ja, zunächst einmal, wir begrüßen jeglichen Vorschlag jetzt diesmal um diesen Industriestrompreis. Es gibt ja den Vorschlag des Bundesministeriums Wirtschaft von 6 Cent für 80% des Stromverbrauchs. Es gibt einen Vorschlag der SPD-Bundestagsfraktion von 5 Cent für 100%. Allerdings dann auch mit einer sehr kurzen Laufzeit, nach 2 Jahren, erste Stufe, nach 4 Jahren, dann eine grundsätzliche Überprüfung dieses Brückenstrompreises. Auch das begrüßen wir. Es gibt im Augenblick und der Gesamtenergiepreis, den wir zahlen, der Gesamtstrompreis, den wir zahlen, entsteht ja aus mehreren Elementen. Es gibt in einer besonderen Ausgleichsregelung einen Spitzenausgleich für besonders energieintensive Unternehmen. Da gibt es die Diskussion, ob der zum Jahreswechsel entfallen soll. Das heißt, der würde entfallen. Das heißt, die Unternehmen hätten dann erstmal wieder eine höhere Belastung, auf die dann möglicherweise der Industriestrompreis, den ich gerade genannt habe, von 6 Cent oder von 5 Cent wirken könnte. Dann gibt es ja noch eine Stromsteuer, die erhoben wird von 20 Cent, die deutlich über dem europäischen Durchschnitt liegt von 2 Cent. Und am Ende, und ich will mich gar nicht festlegen, ist immer, um nur ein Element da rauszugreifen, sind es die 6, die 5 oder die 4 Cent, die im Bundestagswahlkampf schon mal genannt worden sind. Wir brauchen eine Gesamtkomposition, die besonders energieintensive Unternehmen, in diesem Fall Industrie, entlasten von den zu hohen Strompreisen. Und ob das dann über die Stromsteuer passiert, ob es über den Industriestrompreis, den direkten oder über die besondere Ausgleichsregelung, da brauchen wir eine Komposition, die am Ende wettbewerbsfähige Energie- und Strompreise für die Industrie, für die Chemie- und Pharmaindustrie bedeutet. Wir haben uns dazu nicht festgelegt. Wir sind ja auch heute, da muss ich den Ball jetzt einfach mal zurückspielen, in der Forschungspressekonferenz. Hier machen wir deutlich, dass es ohne eine starke industrielle Basis in Zukunft auch schwer sein wird, Forschung und Entwicklung zu betreiben. Und hier setzen wir jetzt auf die Gespräche, auf den Dialog mit der Ampelkoalition, mit den verschiedenen Parteien. Es gab ja vor 2 Tagen auch eine Deklaration der Ministerpräsidenten der Bundesländer in Deutschland, in denen Chemie- und Pharmaindustrie eine herausgehobene Rolle spielt. Auch die setzen sich jetzt für Rahmenbedingungen ein und es wird am 27.09. im Bundeskanzleramt auch dann dort ein Gespräch geben, eben genau mit diesen Ministerpräsidenten, mit Unternehmens- und Verband der chemischen Industrievertretern geben, mit der Gewerkschaft, der IGBCE geben, um über diese Rahmenbedingungen zu sprechen. Und ich bin sehr sicher, dass dort bei allen Gesprächspartnern verstanden wird, welche Bedeutung auch die Strompreise für die energieintensive Industrie in Deutschland bedeuten. Sie haben noch mal nach dem Zeitrahmen gesprochen. Das, wie gesagt, hängt davon ab, wann genügend Strom aus erneuerbaren Energien eben zu wettbewerbsfähigen Kosten zur Verfügung steht. Ich habe die 500 Terawatt, die wir ja neben der Umstellung der heutigen Stromproduktion auf erneuerbare Energien angesprochen, die dann ja noch zusätzlich zugebaut werden, nur für die Chemie- und Pharmaindustrie, plus Stahl, plus Automobilindustrie,
Das heißt, das ist ja alles gar nicht in dieser Kalkulation mit berücksichtigt. Und da brauchen wir jetzt mal einen Pfad, der genau das beschreibt, was brauchen wir in 2030, was brauchen wir in 2040, 2045, wenn wir klimaneutral werden wollen in Deutschland, übrigens ja schneller auch als andere Länder in der Welt. Und wie groß wird dann unser Strombedarf aus erneuerbaren Energien sein? Und das müssen wir sehen. Wann sind wir da soweit? Wann kann das zu ja, wirklich wettbewerbsfähigen Kosten passieren und wie lang ist dann die Brücke? Auch das ist sicherlich ein Thema fürs Bundeskanzleramt. Genau. Vielleicht noch zur Ergänzung. Der Herr Wessel hatte eben unsere Roadmap erwähnt, wo wir ja den Bedarf berechnet haben und den wir haben, um unsere Prozesse zu elektrifizieren im Rahmen der Transformation. Wir haben aber auch in den vergangenen 2 Jahren in einem gemeinsamen Projekt, branchenübergreifend, Chemistry for Climate, die genau die Bedingungen festgelegt, die erfüllt sein müssen, damit wir zu diesen Weg erfolgreich beschreiten können. Und die liegen der Politik vor. Und je schneller die umgesetzt werden, desto schneller können wir auch zu einem Ergebnis kommen und zu wettbewerbsfähigen Energiepreisen. Und dann muss die Brücke auch nicht so lange sein. So, vielleicht noch in Ergänzung. Sie haben ja nach den Forschungskennzahlen gefragt. Genau. Also wir hatten ja vorhin präsentiert, 2022 waren es nach Schätzung auf Basis der Planzahlen, die vorliegen vom Statistischen Bundesamt, waren es rund 8,7 Milliarden, die auf Pharma entfallen sind und 5,3, wenn ich es richtig im Kopf habe, Milliarden auf Chemie ohne Pharma sozusagen. Es gab zwischen 21 und 22 kaum Veränderungen. Genau, und insgesamt gab es zwischen 21 und 22 kaum Veränderungen. Chemie ist einen ganz kleinen Tick runtergegangen und Pharma ist entsprechend etwas hochgegangen im Jahr 2022. Das ist aber auch nicht verwunderlich, weil natürlich die Energiekrise insbesondere den Chemiebereich massiv getroffen hat und da auch vielleicht zum einen oder anderen. So, für, genau, das jetzt wollte ich genau sagen. Dann haben wir Zahlen präsentiert aus unserer Umfrage, wo die Unternehmen angegeben haben, ob sie ihre Forschungserweitern oder reduzieren oder gleich behalten wollen im Jahr 2023. Und da hielt es sich ja die Waage. Da können wir nicht unterscheiden zwischen Pharma und Chemie, weil wir sozusagen die Branche insgesamt befragt haben und nicht alle Unternehmen auch die Antworten. Es gibt ja Unternehmen, die eben Chemie und Pharma beides machen. Das ist eben auch sehr schwer dann eben aufzutrennen. Da können wir es nicht sagen. Es würde mich aber nicht wundern, sozusagen von denen, die sagen, sie wollen ausweiten, ein etwas höherer Anteil Pharma wäre. Und bei denen, die sagen, sie wollen reduzieren, ein etwas höherer Anteil Chemie. Ähnlich wie wir das eben in Tendenzen auch 2022 erkennbar haben. Aber alles nichts Dramatisches und alles im Nachkommabereich. Vielen Dank. Herr Timm, dann Herr Kikut und dann nochmal Herr Kroner. War erledigt, dann Herr Kikut. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass die chemische Industrie in Deutschland es erreicht hat, international doch eine große Rolle zu spielen und dass sie im Ausland sehr viel Abnehmer findet und dort auch investiert. Es ist meiner Ansicht nach eine zwangsläufige Entwicklung, dass man ins Ausland geht und dort investiert und insofern auch absolut notwendig, dass die BASF beispielsweise groß in China investiert. Und solchen Investitionen, das haben Sie ja auch gesagt, folgen mehr und mehr dann auch Forschung und Entwicklung. Aber man muss ja Forschung und Entwicklung ein bisschen differenzieren. Die eine Forschung ist nicht dieselbe wie die andere Forschung. Das heißt, wenn Sie große Anwender in anderen Ländern haben, werden Sie eine anwendungsnahe Forschung besser dort durchführen. Aber die Grundlagenforschung, die Ihr Unternehmen in der Innovation weiterbringt, die werden Sie vermutlich eher am heimischen Standort halten. Es ist auch eine Frage der Informationssicherheit. Und ist es nicht so, dass aus diesen Gesichtspunkten her der Standort Deutschland doch Gewicht hat und dass andererseits Auswanderungen völlig unabhängig von irgendwelchen Strompreisen oder so stattfinden müssen. Also wie differenziert man das als Unternehmen, einerseits die Kunden im Ausland zufriedenzustellen und andererseits die Sicherheit der Information und der Forschung zum Fortkommen des Unternehmens zu gewährleisten? Wollen Sie antworten, Frau Zimmer, damit also ich jetzt gar nicht so viele Unternehmensgeheimnisse verrate? Ja, ich wollte eigentlich, hatte ich mir auch überlegt, was sagt man dazu? Also die, ehrlich gesagt, geht das, ist das schon eine Frage, die zielt auf unternehmerische Strategien ab.
Die kann man, glaube ich, nicht allgemein gültig für, als Verband wirklich beantworten. Das ist schwierig und ich weiß auch nicht, ob da alle Unternehmen die gleiche Strategie haben. Also, kann aber auch verstehen, wenn man jetzt keine Einzelstrategien hier vorstellen möchte. Sehr schwierige Frage. Also vieles von dem, was Sie gesagt haben, kann ich nur unterstreichen. Wenn ich wichtige Produktionen ins Ausland verlagere, weil dort die Märkte sind, die Kunden sind, am Ende auch die Verbraucher sitzen, die diese Wertschöpfungskette durch den Konsum von Gütern in Gang setzen, dann habe ich da sicherlich eben auch immer mit im Portfolio eine anwendungsorientierte Forschung. Ich muss ja schauen, ob meine Moleküle dann in der weiterverarbeitenden Industrie dann die besonderen Eigenschaften erzeugen, zum Beispiel, um die Produkte dort zu veredeln, wie die Wertschöpfungsketten dann sind. Und da muss man eben auch mit einem Teil anwendungsorientierter Forschung dann vor Ort sein. Keine Frage. Die Frage der Grundlagenforschung haben Sie angesprochen. Da gibt es sicherlich einen Bereich, der traditionell eher so als geschützter Bereich gesehen und verstanden wird. Und auch aus der Grundlagenforschung brauchen Sie immer den Link zur Anwendung in Produktionsverfahren, in Pilotanlagen, im Technikum, in Pilotanlagen, in der Skalierung. Das heißt, Sie brauchen immer auch das produktionstechnische Know-how zwingend mit dazu. Und das haben ganz oft hat die Mannschaft, die dann die Produktion eben auch in anderen Ländern betreibt. Und das heißt, von der Grundlagenforschung, dann wirklich in die Skalierung hineinzugehen, spätestens da würde sich ja dann die Spreu vom Weizen trennen. Ohne eine starke industrielle Basis in Deutschland wird es auch dann in diesem Übergang, vielleicht jetzt nicht so direkt bei den Kronjuwelen, das, was besonders schützenswert ist, aber spätestens dann, wenn ich sage, ich muss das jetzt skalieren, spätestens dann geht das nicht mehr ohne produktionstechnisches Know-how. Und spätestens dann braucht man die Nähe eben auch zu den Anlagen, zu den Produktionsmitarbeitern, zu den Experten, die in der Lage sind, so etwas dann hinzubekommen. Also da gibt es schon, und das ist ja das, was wir versucht haben, heute hier rüberzubringen, gibt es einen wirklich echten Kontext eben zwischen den starken industriellen Anlagen, zwischen der Produktionsmannschaft, zwischen Forschung und Entwicklung. Allein auf einer grünen Wiese, wo es drumherum keine Produktion mehr gibt, aus welchen Gründen heraus, ich will es nicht nur auf den Industriestrompreis jetzt heute hier reduzieren, wird es eben schwer sein, dann aus der Grundlagenforschung heraus dann tatsächlich neue Moleküle, neue Produkte in neuen Anwendungen zu entwickeln, die eben die Probleme der Menschheit lösen. Es gibt immer diesen Verbund. Eine Zusatzfrage noch. Sehen Sie es nicht als, gutes Zeichen, dass sich in Dresden so eine Art Silicon Valley Deutschlands ansiedelt? Hat ja auch viel mit Chemie zu tun, die Chipfertigung. Klar, steckt das ist ja das, was ich sage, Mutter der Industrie, Chemie steckt eigentlich überall mit drin. Und natürlich auch in der Chipfertigung gibt es viele Anwendungsbereiche, insbesondere dann, wenn es um Reinheiten geht, etc., die ohne Chemieindustrie gar nicht möglich sind. Ich will die Förderkulisse jetzt gar nicht hier thematisieren. Wenn das so sein sollte, wie ich es den Medien, dem Handelsblatt und anderen Publikationen entnommen habe, wenn es eine Investition von 10 Milliarden geht, für die dann der Staat eine Kofinanzierung von 5 Milliarden zur Verfügung stellt, dann ist das eben auch ein Stück von Industriepolitik, dann ist das ein Stück von Sicherheit. Wir wissen, dass die Digitalisierung einen enormen Schub dringend benötigt. Wir haben die Shortage bei den Semiconductors erlebt, was das bedeutet, dass die Autos immer nur halbfertig ausgeliefert werden konnten. Ich habe selbst in der Phase einen Audi ausgeliefert bekommen mit nur einem Schlüssel. Dann habe ich gefragt, was ist mit dem zweiten Schlüssel? Ja, damit wir noch ein anderes Auto ausliefern konnten, haben wir da den Chip verbaut. Und wenn man hier jetzt industriepolitisch ein Zeichen setzen will, eine Unabhängigkeit aufbauen will, dann sehen wir das als ein gutes, als ein starkes Signal. Aber kann ich daraus jetzt ableiten, dass internationale Konzerne
auch ohne eine Förderung ist immer nach Deutschland gekommen wären, weil sie an den Industriestandort ist immer Deutschland glauben. Das kann man isoliert jetzt nicht bewerten, nicht analysieren. Herr Krohner, Sie hatten noch eine Frage. Ja, ich möchte noch auf den Industriestrompreis zu sprechen kommen. Und zwar, das ist ja eigentlich eine Sondersubvention, die auf betrieblicher Ebene ausgeschüttet wird. Diese Frage, jetzt sage ich mal, Energiemanagement wird ja heute so diskutiert, dass man sagt, die Unternehmen sollten sich über den Betrieb hinaus verschränken. Sie hatten ein Reallabor erwähnt, das ist ja eine zentrale Idee der Reallabore gewesen vom Bundeswirtschaftsministerium, diese Verschränkung eben auf lokaler Ebene mit den Versorgern, die Industrieunternehmen, Wohnungsbau und so weiter. Meine Sorge, und das ist dann auch die Frage, ob sich nicht so ein Industriestrompreiszuschlag oder so eine Förderung innovationshemmend auswirkt. Sprich, zu sagen, ja gut, wir machen weiter wie bisher, unsere Kosten, die sind jetzt meinetwegen liegen auf, wir sind jetzt wieder wettbewerbsfähig, aber wir brauchen eigentlich nicht viel ändern. Ich meine, die Beispiele von Großunternehmen, da fällt mir zum Beispiel Covestro ein, war nicht Evonik, die gezeigt haben, dass durch eigene Maßnahmen im Energiemanagement der Strombedarf auch gesenkt werden kann, zeigen ja, es muss nicht unbedingt eine Strompreissubvention sein. Als Chemieindustrie, wir sind nicht in jeder einzelnen Produktionsanlage, aber in der Summe energieintensiv. Wir haben, glaube ich, heute in der Forschungspressekonferenz deutlich gemacht, wir setzen auf Forschung, Entwicklung, Innovation, gerade auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit, gerade auch mit Blick auf Windkraftanlagen, Elektromobilität. Alles das funktioniert ja nicht ohne die Chemieindustrie. Und seien Sie sicher, dass wir diese Forschung zu diesen besonders nachhaltigen, wichtigen Aspekten, die auch unsere Transformation in Deutschland ermöglicht, immer stärker, immer prioritärer weiterverfolgen. Klammer auf, weil wir natürlich auch daran glauben, dass das Chancen mit sich bringt. Auch irgendwann einmal ökonomische Chancen mit sich bringen könnte. Was wir nur diskutieren ist, bei den Industriestrompreisen, die wir sehen, jetzt gar nicht zu reden von denen, die wir in 2022 gesehen haben, wo die Preise explodieren, wo sie Anlagen abstellen können, weil das Produkt, was rauskommt, sie im internationalen Wettbewerb zu den Kosten nicht mehr verkaufen können. All die 1.600 Mitgliedsunternehmen, Pi mal da, 1.900 Mitgliedsunternehmen, ob im Privateigentum oder börsennotierte Gesellschaften, haben ja eine wirtschaftliche Verantwortung diesen Gesellschaften gegenüber und im Übrigen auch den Beschäftigten gegenüber, fast 500.000 Beschäftigte, diese Unternehmen, sag mal, wirtschaftlich zu betreiben. Wenn aber zu den Kosten schlagartig, wirklich schlagartig, die Produktion nicht mehr machbar oder möglich ist und die Chemie arbeitet in einem Verbund und sie schneiden dann einzelne Teile aus diesem Verbund raus, weil sie sagen, das lohnt sich nicht mehr und sie kriegen es nicht mehr dann ersetzt und kombiniert, das ist, und deswegen eine Industrie am Scheideweg, der Brandbrief, dann haben wir in der Chemieindustrie ein Problem. Dann funktioniert der Verbund zwischen Unternehmen über Bundesländern im Bundesgebiet oder in Europa eben nicht mehr. Und das kann dazu führen, wenn Sie Dinge rausschneiden, die nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können, dass der Verbund in Gänze zusammenbricht. Was passiert? Wenn wir wirtschaftlich trudeln, dann können wir auch nicht mehr 14 Milliarden Euro an Forschungs- und Entwicklungsbudget aufbringen. Und in der Chemieindustrie, Sie haben die Zahlen gerade noch mal genannt, Herr Meinke, waren es 5,3 Milliarden Forschung und Entwicklungsaufwand.
wenn sie dafür keine betriebswirtschaftliche Basis mehr haben. Das heißt, sie haben dann gar keine Zeit mehr, an diesen innovativen Lösungen zu arbeiten, weil ihnen die Basis entzogen wird. Und deswegen brauchen wir für das, für diesen Verbund, ich sag mal, einen Brückenstrompreis, der es uns ermöglicht, diesen Ausbau der Erneuerbaren, bis das dann eben funktioniert, zu gehen, damit wir weiterhin auch die Kraft haben, Forschung und Entwicklung zu betreiben, in dem Maße, wie wir es heute hier vorgestellt haben, damit uns dort die Basis nicht entzogen wird und wir genau an diesen Innovationen, die Sie ja einfordern, Sie sagen, wenn die Subventionen vorübergehend kommen, dann wird die Innovation immer gebremst. Die wollen wir, die brauchen wir, aber diese Innovation braucht auch Zeit. Ich meine, das ist ja unbestritten. Aber die Frage stellt sich doch dann, wie groß ist die Transparenz, wenn ich jetzt mal ausgehe, jetzt nicht von den Großunternehmen, die ja viel investieren und auch gerade im Energiesektor ja auch viel gemacht haben in den letzten Jahren. Wenn ich da jetzt an den Mittelstand denke, sehe ich das nicht, wo dann tatsächlich die Anreize sind. Abgesehen davon, wenn man jetzt sagt, 14 Milliarden, da gehen ja dann, denke ich mal, 5 Milliarden schon mal weg an öffentlichen Subventionen für Forschung und Entwicklung. Oder? Die 14 Milliarden, das ist ja das Budget, das unsere Unternehmen in Forschung und Entwicklung investieren. Also, lassen Sie das letzte Mal weg. Das muss man noch ein bisschen genauer anschauen. Ja. Aber die Frage bleibt, welche Anreize hat ein Mittelstand in der chemischen Industrie, dann tatsächlich also zum Beispiel die Prozesse zu verbessern, das Energiemanagement zu verbessern, um genau nicht von öffentlichen Subventionen in diesem Bereich abhängig zu sein? Herr Kroner, glauben Sie, die Anstrengung der chemischen Industrie, um effektiver und effizienter zu werden in der heimischen Produktion, das ist ein durchgängiger Prozess, der nicht erst seit dem schrecklichen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine stattfindet. Wir stehen ja nicht erst seitdem im internationalen Wettbewerb. Und ich habe das ja in meiner Rede gesagt, wir waren nie ein Niedrigkostenland. Ja? Weder bei Energie, noch bei Rohstoffen, bei Infrastruktur, noch bei Personalkosten. Und die Frage, wie können wir unsere Kostenbasis verbessern, auch beim Energieverbrauch, regelmäßig, kontinuierlich, ist ein Prozess, der über Jahre, Jahrzehnte immer schon läuft. Wir können es uns gar nicht erlauben, sagen wir, Effizienzsteigerungspotenziale des Energieeinsatzes nicht zu heben. Und das machen wir und das haben wir immer getan und das müssen wir auch weitermachen. Aber es geht eben auch nicht von heute auf morgen. Aber da darf ich vielleicht ergänzen, wir haben in der nächsten Woche, stellen wir die Preisträger im Rahmen unseres Responsible Care Programms vor. Und da ging es im letzten Jahr bei dem Wettbewerb genau um das Thema sicherer und nachhaltiger Umgang mit Energie. Und da haben wir aus unseren Unternehmen ganz viele tolle Projekte eingereicht bekommen. Und da findet in der nächsten Woche die Preisverleihung statt. Ich glaube, die ist auch öffentlich. Und da können Sie sich diese Beispiele mal anschauen, welche tollen Ideen und kreativen Lösungen unsere Unternehmen da zu dem Thema auch entwickeln und kontinuierlich dran arbeiten. Da gibt es Projekte, die laufen schon seit einer ganzen Weile. Es gibt Projekte, die jetzt gerade im Rahmen der Energiekrise aufgesetzt wurden. Also das an dem Thema Energieeffizienzsteigerungen arbeiten unsere Unternehmen kontinuierlich und wie gesagt nicht erst seit den Krisen. Das Responsible Care Programm gibt es ja schon lange. Da geht es um Sicherheit, Arbeitsschutz, Umweltschutzmaßnahmen, wo es kontinuierlich daran gearbeitet wird, in den Unternehmen die Bedingungen dazu zu verbessern. Genau, und die Presse bekommt dazu auch eine Einladung. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr, auch aus dem Chat sehe ich keine Fragen. Dann, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, damit ist dann die Fragerunde beendet und auch unsere Pressekonferenz. Zum Abschluss zeigen wir Ihnen noch ein kleines Video mit Impressionen von unserem Fonds der chemischen Industrie und wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuschauen und wir hoffen, dass Sie mit einem kleinen Lächeln dann die Veranstaltung verlassen und herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Video ab. Was
Was ich besonders reizvoll an der Chemie auch finde, ist eben diese einerseits diese Magie, dass wir halt mit ganz wenig irgendwas Neues kreieren können. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ökonomisch super interessant. Am allerbesten gefällt mir, dass man viel experimentieren kann und neue Dinge herausbekommen kann. Das macht gleichzeitig Spaß und dann kann man auch was für die Welt herausfinden. Ich mag sehr Experimente. Das ist wie Zauberei. Das ist ganz cool, mega cool. Da ist die Praxis, das ist Theorie, ich kann die verbinden, ich weiß, wie das funktioniert. Das ist so motivierend und man denkt sich, okay, wow, man hat sozusagen so eine Tür geöffnet zu einer neuen Welt. Um die wirklich großen Herausforderungen der Zukunft zu lösen, brauchen wir wirklich alle klugen Köpfe, die unser Land zu bieten hat. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass die chemische Industrie in die jungen Nachwuchskräfte investiert. Ich war 11 Jahre alt und ich wollte die Welt verstehen. Und ich war der Meinung, Chemiker verstehen alles, das gesamte Universum. Und das hat mich zur Chemie gebracht. Wissenschaft ist halt ein Traumberuf, weil man wirklich was entdeckt, was noch nie jemand vor einem gesehen hat. Bleibt kreativ, neugierig, verfolgt weiter eure Ziele. Lasst euch von Rückschlägen oder Meinungen anderer nicht beeinflussen. Das ist es, was die Forschung und die Wissenschaft braucht. Das ist sehr, sehr wichtig für die Menschheit.